Hallo und wieder herzlich willkommen zu den News. Die Themen: Batman Arkham Knight, Street Fighter 5, Life is Strange Episode 3 ist jetzt draußen, City Skylines hat ein neues Update bekommen, Need for Speed ist jetzt endlich vorgestellt worden, Project Eidos, was von Microsoft VR Headset mäßig, God of War 3 Remastered kommt, Inside PlayStation ist die erste Episode da und PlayStation Store die aktuellen Angebote und zum Ende mal wieder die aktuellen Spiele der nächsten Tage. Das sind die Themen für die News und es geht los. So, Batman Arkham Knight. Arkham Insider ist eine neue Folge, ist draußen, ist schon die dritte, würde ich meinen. Ist immer sehr praktisch, weil die immer genau sonntags kommt und Sonntag kommt ja auch die News. Und ja, diesmal werden die Charaktere etwas beleuchtet, aber Achtung, wenn ihr das anseht und nicht irgendwie gespoilert werden wollt, dann guckt es euch nicht an, weil es werden halt die Charaktere beleuchtet und dementsprechend ist da auch ein bisschen Spoiler mit drin. Also, wenn ihr da wirklich voreingenommen an das Spiel gehen wollt, dann guckt es euch nicht an, ansonsten für alle reinschauen, ist auf jeden Fall sehenswert. Street Fighter 5. M. Bison wurde jetzt enthüllt. Den dürfte ja jeder kennen. Den Mr. Bison aus Street Fighter, der ist sehr bekannt. Und ja, der ist jetzt hier im Trailer angekündigt worden, beziehungsweise man sieht ihn. Naja. Also, das Spiel sieht trotzdem genauso aus wie die anderen Street Fighter Teile auch. Die Optik ist immer noch die gleiche, irgendwie. Es hat sich ein bisschen verbessert, aber es ist immer noch dieser, ich sag mal, Comic-Look, aber Bison ist für mich so ein Mega-Kracher, weiß ich nicht. Der ist so overpowered, also schon immer gewesen und das wird wahrscheinlich hier im fünften Teil nicht anders sein. Mal sehen, das Spiel soll Anfang 2016 erscheinen für PS4 und den PC, nicht für die Xbox One. Warum? Wissen es nicht, keine Ahnung. Aber nun gut. So, dann natürlich, worauf viele gewartet haben, Life is Strange, Episode 3 ist jetzt draußen, Chaos Theory. Ich hab's schon durchgespielt, mega geil und am Ende ein mega, mega, mega fetter Spoiler. Ich dachte so, what the fuck? Ja, also, ja, was heißt Spoiler? Spoiler nicht in dem Sinne, sondern so ein richtiger what the fuck Moment, ja. Also, wer es noch nicht gespielt hat und spielt's am Stück durch, das sind Pi mal Daumen 4 Stunden und die letzte halbe Stunde so, boah, leck mich am Arsch, kann ich nur sagen, also mehr kann ich da nicht sagen. Ich hab's ja Let's Played und da habe ich im Let's Play so, what the hell, what the fuck, ja, wirklich, wortwörtlich, also zieht's euch rein, ist mal wieder richtig geil geworden. Zwar nicht so geil wie 1 und 2, muss ich sagen, es ist hier mehr mit Unterhaltung und so, also da ist jetzt nicht mehr so, ja, neue Kräfte, bla bla. Gut, wir kriegen eine neue Kraft, welche verrate ich nicht. Das müsst ihr selber rausfinden. I'm gonna kill you. Oh no, this is totally fucked up. Cities Skylines hat ein neues Update bekommen. Unter anderem gibt es jetzt europäische Gassen. Sprich, wir bekommen europäische Gebäude und so weiter und so fort. Dann gibt es 3 neue Karten mit europäischem Ambiente. Über 50 neue Gebäude im europäischen Stil. Typische Häuser können jetzt auch nahtlos Wand an Wand gebaut werden. Sprich, Europa-Style halt. Tunnel. Das Wunschfeature der Community wurde jetzt eingeführt. Einige Erweiterungen für den Asset-Editor, etwa die Möglichkeit, eigene Fahrzeuge ins Spiel zu importieren. Und viele kleine optische Erweiterungen und Bugfixes. Also ist doch ein ganz schönes Update.
Ich hab das Spiel leider nicht, tut mir leid, ich kann dazu nicht viel sagen, als was ich halt so weiß vom Entwickler und Publisher und so weiter und so fort. Ansonsten scheint es aber ein cooles Spiel zu sein, mein Fall ist es nicht unbedingt. Von daher, habt ihr Spaß dran, ich sag nur, was Phase ist. Und dann glaube ich, das fetteste Thema überhaupt, Need for Speed, ja. Da sind jetzt, ist jetzt ein Teaser-Trailer da und Bilder sind da und bla bla blub. Das war ja im Vorfeld, war ja viel Gerede, Underground. Dann wurde ja ein Bild veröffentlicht, am 19. Mai wurde ein Bild auf Facebook veröffentlicht, auf der offiziellen Need for Speed Fanpage. Und da stand, am 21. Mai wird es veröffentlicht. Da habe ich auch eine News veröffentlicht, ja, hier auf dem Blog. Und wenn man das heller gestellt hat, hat man gesehen, da sind Tuning-Autos im Hintergrund, ja, und eine Stadt. Und jetzt ist halt der Teaser da und jetzt sieht man definitiv, hier geht's um Tuning und um Underground und so. Und boah, hoffentlich wird's so geil. Hoffentlich wird's so geil. Ich hätte halt, mein Need for Speed wäre halt so, dass das Autosculpt-Feature von Carbon, die Verfolgungsjagden aus Most Wanted, die Story aus The One und vielleicht auch diese ganzen Cop-Sachen aus Hot Pursuit. Alter, wäre das geil. Das wäre das ultimative Spiel. Und vielleicht die geile Cockpit- und Helmkamera von Shift. Das wäre auch noch cool. Boah, das wäre so mein ultimatives Need for Speed. Ja. Und vielleicht noch diese ganzen Tuning-Teile, die es so gab. Wie im Kofferraum eine fette Bassanlage und so von Underground 2. Boah, Alter, ich würde es feiern. Ich bin mal gespannt. Im Juni soll dann ein richtiger Trailer kommen. Wann das genau ist, weiß ich jetzt leider nicht. Hat EA noch nicht verraten. Soll aber im Juni kommen. Mal gucken, ob sie Wort halten. Wir lassen uns mal überraschen. Auf jeden Fall sehr nice der Trailer. Zieht's euch rein. Project E-Whites oder I-Whites, wir wissen nicht, wie es heißt genau. Microsoft will jetzt ein VR-Headset rausbringen. Was heißt rausbringen? Das ist erstmal nur so in Entwicklung. Ob das überhaupt rauskommt, wissen wir nicht. Das ist erstmal nur eine Entwicklungsphase. Jedenfalls, das läuft abseits halt von diesem anderen Gedöns von Microsoft, was ich ja Holo irgendwas nennt. Bin ich gerade nicht so involviert. Jedenfalls ist das ein neues VR-Headset, was ist auch diese Virtual Reality-Gedöns. Und das ist halt anders als dieses HoloLens, heißt das genau. Man möchte eine komplette Virtualität schaffen. Und nicht allein durch Hologramme, wie das ja bei HoloLens ist, sondern eben durch die Brille. Und der Clou an der Sache ist, dass die Auslagerung der Berechnung durch die Cloud passiert und nicht durch die GPU, sondern eben durch die Cloud. Sprich, alles läuft über einen Server. Sprich, das ist egal, wie schwach dein System ist, je nachdem, für was es rauskommt. Es packt trotzdem, weil es eben alles online passiert. Aber das ist auch wieder so ein Nachteil. Das Ding ist rein online. So wie das zu sein scheint, hast du keine Online-Verbindung, kannst dann dementsprechend auch nicht zocken. Das ist wieder so ein Nachteil. Aber ich lasse mich mal überraschen, was da kommt, wenn es überhaupt kommt. Das ist ja erstmal nur so eine Idee, die da kommen soll. Und ansonsten, ja, die Idee klingt nicht schlecht, aber naja. Es kommt schon wieder ein Remastered. Und zwar jetzt von God of War 3. Ja, kommt am 15. Juli, exklusiv für PS4. Bäh. Ey, Leute. Ich hab ja nichts gegen dieses Remastered, aber warum jetzt den dritten Teil? Dann haut doch gleich alle drei Teile Remastered raus. Nein, nur den dritten.
Weil 1 und 2 ist ja eigentlich ursprünglich für die PS2 entwickelt worden. Kam ja dann später in, wer hätte gedacht, Remastered, für die PS3 raus. Und ich weiß nicht, Leute. Muss nicht sein. Muss echt nicht sein. Dann macht's echt komplett, macht eine komplette Trilogie und fertig ist. Nein, wir bringen nur den dritten raus. Hier, bumm, leck Arsch. Remastered. 1080p, 60 FPS und so andere Sachen halt wie diesen Fotomodus, den ja viele Remastered-Titel haben. Ich weiß nicht. Remastered hin oder her. Langsam nervt's. Inside PlayStation ist jetzt die erste Episode da mit Anne Wernicke. Wer sie nicht kennt, die ist von ehemals Giga und Wolf Speer von ehemals Game One. Ja, also zwei Leute, die man eigentlich kennt in der Gaming-Branche, sag ich mal. Und es ist sehr interessant, aber naja, so ein bisschen bla bla bla. Weil es sind echt nicht meine Themen. Es geht halt um Destiny, was sehr in die Länge gezogen wurde. Und Project Cars und noch so ein paar News, wie halt Assassin's Creed Syndicate. Könnt ihr mal reinschauen, geht 11 Minuten, etwas über 11 Minuten. Und ganz cool. Soll jetzt alle 2 Wochen kommen. Immer mittwochs, glaube ich, ja. Eigentlich jede Woche, immer im Wechsel mit Twitch und YouTube. Sprich, jetzt am Mittwoch kommt Twitch, den nächsten Mittwoch kommt dann wieder auf YouTube, dann darauf die Folge Mittwoch kommt wieder auf Twitch und so weiter und so fort. Auf Twitch geht das Ganze natürlich ein bisschen länger, weil das ja ein Livestream ist, ich glaube da geht es 2 Stunden oder so, und auf YouTube geht es halt immer so knapp 10 Minuten, sage ich mal, oder etwas über 10 Minuten und die Uhrzeit weiß ich jetzt leider nicht bei Twitch. Kann ich euch leider so nicht sagen. Müsst ihr euch mal schlau machen. Wenn ich es irgendwo finde, eine Information, hau ich es in die Kommentare. Ansonsten müsst ihr selber mal gucken. Anne, lass die Finger. Anne, du mieses Schwein! Ja! PlayStation Store gibt's neue Angebote. Was heißt neu? Also bis 27. Mai noch, also lange es nicht mehr ist, noch die Order im Angebot für 39,99, für Plus-Mitglieder 31,99 und noch viele, viele andere Spiele, wie zum Beispiel Baphomets Fluch 5 gibt es für 19,99, also Episode 1 und 2. Und sonst Gran Turismo für die PSP für 7,99, Gravity Rush für 14,99. Also viel PSP ist hier auf jeden Fall dabei. Tomb Raider Legend für die PSP für 9,99. Also es ist fast nur PSP, kann man sagen. Ich weiß nicht, was wir vorhaben. Dann haben wir hier Warframe, einen Haufen Angebote. Auch nur bis 27. Mai. Das ist aber nur diese ganze Platinum-Scheiße. Da kann man hier 75 Platinum-Medaillen kaufen für 4,49. Oder ihr haut natürlich gleich richtig auf die Kacke und holt euch 3125 Platinum plus Mods für 129,99. Gut, wer mag. was haben wir noch im Angebot? WRC4 ist im Angebot für knapp 30 Euro. Worms Battle Island für 15 Euro. Ja, gut. Und dann die Spiele der nächsten Tage. Am 26. Mai 2015 kommt für die PS4 und den PC Magica 2, ein Action-Rollenspiel. Meine Fresse. Am 29. Mai 2015 für die PS4 kommt Arcania The Complete Tale, ein Rollenspiel. Ja, es ist praktisch Gothic 4, aber in Scheiße. Ja.
und auch am 29. Mai 2015 für den PC Rollercoaster Tycoon World. Dürfte jeder kennen, Wirtschaftssimulation. Baue deinen Vergnügungspark auf, aber es sah nicht so toll aus, sah schlechter aus wie der dritte Teil, aber wir lassen uns überraschen. So, das waren die News. Wir haben geredet unter anderem, was heißt unter anderem, wir haben geredet über Batman Arkham Knight, über Arkham Insider, über den neuen Trailer, sag ich mal, über dieses Insider-Gedöns, über die Charaktere, dann über Street Fighter 5, über das Embeißen im Trailer enthüllt wurde, dann Life is Strange, über die dritte Episode Chaos Theory, dass sie mega geil ist, dann über City Skylines, über das neue Update, was ziemlich fett war, dann natürlich über das neue Need for Speed, dass der Teaser-Trailer ziemlich fett war und dass ich ein anderes Need for Speed möchte, wie vielleicht ein anderer Mensch, dass ich das fetteste Need for Speed haben will, was es je gab, egal. Dann Project Arise, dass Microsoft jetzt ein VR-Headset machen möchte, aber noch nichts fest ist. Dann God of War 3, eine Remastered-Version, dass die kommt. Dann außerdem Inside PlayStation, dass die erste Episode jetzt da ist und jede Woche praktisch jetzt kommt, beziehungsweise alle zwei Wochen auf YouTube und immer im Wechsel jede Woche auf Twitch. Dann die aktuellen PlayStation Store Angebote und natürlich die aktuellen Spiele der nächsten Tage. Und jo, das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen da oder einen Kommentar, was ich denn verbessern kann oder was vielleicht schlecht war oder und so weiter und so fort. Und wenn ihr keine News mehr verpassen wollt, dann drückt den Abonnieren-Button unten links unter dem Video. Oder geht auf den Kanal, da gibt's noch mehr Videos wie History Offs und andere Sachen. Ja, Kanalbewertung hast du nie gesehen. Egal, das war's und bis zur nächsten Game News. Nächste Woche. Tschüss.